Ja, hier haben wir die beiden Präsidentinnen der deutsch-französischen Partnerschaft, Evelyne Ottequin aus Frankreich und mich als deutsche Vertreterin. Und wir haben heute einen tollen Tag verbracht. Ja. Wir haben viele Reden allerdings gehört. Wir haben an viele Leute gedacht, die zu dem Jubiläum beigetragen haben. Und wir haben aber auch einen Ausblick in die Zukunft gewagt. Ja. Also ja, ich war schon bei der Unterschreibung der Urkunde im Jahre 1989 und ich freue mich heute immer wieder dabei zu sein, um das 30-jährige Jubiläum zu feiern. Nein, das ist für mich eine große Freude und natürlich denke ich an die Zukunft, an die neue Generation und ich lege viel Wert auf die Jugendlichen. Das ist sehr wichtig, dass die Jugendlichen mitmachen und diesen Weg, kann man sagen, aber diesen Weg weiterlaufen. En présence donc des autres des communes françaises donc et en particulier. Ich heiße Sie alle namens des Rates und der Verwaltung zum 30-jährigen Bestehen der deutsch-französischen Partnerschaft zwischen den Gemeinden Ostlaha und Quer herzlich willkommen.